So, ihr Lieben, Christian Schemmeier, Paderauer Beziehungscoach in verschiedenen Stellen Deutschlands. Eine Nachricht von Anna Netschkola heute. Und worum es geht, steht ja im Titel. Und ich würde sagen, wir legen mal gleich los. Lieber Christian, ich habe fast all deine Videos genommen und einige deiner Kurse gemacht. Damit dies sehr geholfen hat, möchte ich dich heute explizit um Rat bitten. Ich komme aus mehreren toxischen Beziehungen und habe schon immer viel an mir gearbeitet. Standard Z-Racker Selbstliebe, bin aber erneut an meine Grenzen gestoßen. Ja, es dauert immer ein bisschen länger, als man denkt. Dann kommen wir noch gerade so in der Liebeschip Phase 4. Wenn ihr diese Skala sucht, ist übrigens bei dem Umsonst-Artikel auf meiner Webseite. Da kommen hoffentlich nochmal Tests vom Universum und naja. Ich war ein bisschen über ein Jahr in einer Beziehung, die ich im Februar 2020 beendet habe. Wir sind Ende 20, wir haben uns arbeitstechnisch auf einer Veranstaltung kennengelernt. Wir kommen beide aus Bayern und sind auch sehr schnell, aber nicht im gleichen Wohnort und sind schnell zusammengekommen. Solange wir im gleichen Betrieb gearbeitet haben, konnten wir uns auch unter der Woche immer sehen, wobei ich die meiste Zeit des Jahres in meiner Stadt verbracht habe. Die Fernbeziehung war also kaum spürbar. Ich habe dann den Job gewechselt und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich erstmal einen Job in meiner Heimat suche. Geplant war, dass er im nächsten Jahr in meine Stadt zieht. Vielleicht hilft es dir zum Hintergrund zu wissen, dass er schon mal glücklich verheiratet war und seine Ex-Frau ihn von heute auf morgen verlassen hat. Fragt man sich immer, warum, aber es kann natürlich tausend Gründe haben, ne? Ohne dass er etwas zuvor angekündigt hatte, nach seiner Erzählung. Ja, also ich kenne jetzt seinen Partner nicht und ich werde ihm auch nichts unterstellen. Ich kann nur aus meiner teilweise gruseligen Lebenserfahrung sagen, dass Sachen, die über Vorbeziehungen erzählt werden, ja, teilweise doch viel Poesie haben, sag ich mal, und ich will nicht sagen, dass sie nicht stimmen, aber vielleicht wichtige Sachen fehlen und was jetzt auch nicht mal bewusst sein muss. Also ich bin auf jeden Fall hochgradig vorsichtig, wenn Leute erzählen über ihre Vorbeziehungen, es sei denn, es sind jetzt Menschen, denen ich absolut vertraue, sollte man natürlich eigentlich einen Partner, aber das ist immer so ein bisschen, meine, wer erzählt schon irgendwie, wenn das in einem ganz schlechten Licht dasteht, wer erzählt das dann schon gerne so? Für ihn war sie die große Liebe und es gab eigentlich nie Streit. Okay, sie hat ihm nie mitgeteilt, wenn sie etwas gestört hat und ist eben einfach gegangen. Ja, kann so sein, klingt für mich dann eher ungewöhnlich, weil Frauen das eigentlich nicht machen so, ne? Aber Männer denken häufig, dass Frauen nichts gesagt hätten, das wiederum auch wieder war und ist dann ganz überrascht. Also kann so sein, manchmal ist es so, dass Männer denken, sie hätten es nie gehört und dann die Frau wird aber sagen, ich habe es aber immer gesagt, das wäre auch so ein kleiner Klassiker, aber ist ja auch egal. Für ihn war es die perfekte Beziehung auf jeden Fall. Okay. Es gab viele gute Zeiten. Ich glaube, jetzt in deiner Beziehung, wir waren teilweise ein Dreamteam. Endlich war da jemand, der mich nicht immer auf Abstand hält und da wirklich Zeit mit mir verbringen wollte. Anders als ich jetzt von meinen bindungsvermeidenden Ex-Partnern gewohnt war. Ich habe die Beziehung als Lohn für meine Arbeit als mir selbst empfunden. Ja, also man soll die schönen Zeiten ja auch genießen. Ist doch gut, ne? Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Genau. Auch arbeitstechnisch. Allerdings haben wir auch viel gestritten. Ich habe das Gefühl, dass er zwei Gesichter hat. Ja gut, das ist jetzt auch immer... Eigentlich ist es nicht so gut. Es hat natürlich jeder von uns ein bisschen zwei Gesichter. Es ist meistens das Gesicht, wenn man im Schmerzkörper ist und das Gesicht, wenn man nicht im Schmerzkörper ist. Also wenn man mit seinen Traumathemen, Ego ist und wenn man eher nicht drin ist. Okay. Er kann super lieb sein und verkörpert dann alles, wirklich alles, was ich mir mal gewünscht habe. Dann kippt die Stimmung wegen Kleinigkeiten und die Streits eskalieren. Ja, das ist eigentlich nicht so gut, ne? Das
weist natürlich immerhin ein bisschen auf mangelnde Kompatibilität. Gut, jetzt hast du deine Story, er hat vielleicht seine Story, warum er meint, er müsste so viel streiten, aber letztlich ist es wahnsinnig anstrengend, eine Beziehung so zu führen, und vielleicht ist er sehr sensibel, was ja auch sein darf, aber klar, wenn die Streits dann eskalieren, ist immer die Frage, warum, müsste man genau mal analysieren, kann man ja auch theoretisch in Paartherapie machen, warum sie eskalieren, weil so, wenn es verbal laut wird, ist eigentlich selten gut. Wenn jetzt nur er laut wird und was hier so ein bisschen zwischen den Zeilen spielt, also auch ausgedrückt wird und er dich beschimpft, ist natürlich nicht so gut, ne? Er war dann respektlos, hat mich beleidigt und angeschrien. Ja gut, wenn du meine Kurse gemacht hast, dann solltest du ja eine Standards- und Dealbreaker-Liste gemacht haben, da würde ich jetzt mal drauf gucken, ne? Was steht denn da drauf unter Dealbreakern? Steht da nicht vielleicht auch respektlos beleidigen und anschreien? Zumindest respektlos und beleidigen. Weil, also auf meiner Liste wird es auf jeden Fall stehen. Einfach jetzt, vielleicht kann er nicht anders, aber musst du dir das antun, ne? Das ist immer die Frage, ne? So. Nachdem wir einige Wochen zusammen waren, hatten wir unseren ersten Streit. Gut, also ich empfehle ja immer, eigentlich sollten die ersten 6 bis 12 Monate sollten einfach weitestgehend glatt verlaufen. Natürlich kann man mal einen Streit haben, aber so eine mangelnde Kompatibilität, ich weiß auch mal in meinen Videos, warum die meisten Beziehungen scheitern, zeigt sich halt häufig sehr früh, ne? Und man guckt immer wieder drüber weg und dann wird es einfach nicht warm, dass es vielleicht einfach nicht passt irgendwie, ne? Er hat mir zu viel über seine Ex-Frau gesprochen und sie immer wieder erwähnt. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Ist so dieses Phantom-Ex-Thema. Machen manchmal Leute, die so ein bisschen bindungsvermeidend sind, dass sie dann die Person, mit der sie gerade nicht zusammen sind, auf den Podest stellen. Aber gut, ich kenne ihn nicht. Aber ist natürlich eigentlich auch ein No-Go in einer beginnenden Beziehung, immer über die Ex zu reden, ne? Weil ich mir wie ein Trostpreis nach dieser für ihn perfekten Beziehung vorkomme, an die niemand mehr herankommt. Was er verneinte, ja, er kann es ja verneinen, aber das hatte ich auch schon mal gemacht, wenn zwischen den Zeilen was anderes rüberkommt, dann gilt das, ne? Und finde ich auch, also wäre für mich, auf meiner persönlichen Dealbreaker-Liste wäre das drauf, ne? Ich denke, ich kann einfach keine Lust zu, ich will die Nummer 1 sein, ne? Also ich persönlich will die Nummer 1 sein in einer Beziehung, aber es mag andere geben, für die es nicht so ist. Aber du willst es scheinbar auch. Also ist das in Ordnung für dich, ne? Ja, er hat sich auch noch angerufen, weil er sich Sorgen um sie gemacht hat. Ja, das kommt immer so harmlos daher, wenn es jetzt der Ex-Ex-Ex-Freundin wäre. Okay, aber sind die wirklich richtig getrennt? Bist du da vielleicht ein bisschen in so einem Dreieck, ohne es zu wissen, kann ja auch so ein emotionales Dreieck sein. Ja, das würde mich auch total nerven, ey. Ich sagte, soll doch mal dran denken, dass sie ihn einfach ohne ein Wort hat sitzen lassen. Ja, wenn das denn so stimmt, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin da total abgefuckt. Ich glaube Leuten erstmal gar nichts, bevor ich sie nicht richtig kennengelernt habe. Richtig kennengelernt habe. Glaube ich persönlich erstmal gar nichts. Aber gut, das mache auch an meinem dran liegen, was ich so erlebt habe. Bin ich vielleicht auch ein bisschen extrem, aber ja, ich würde mal denken, ja, wollen wir mal gucken, was die Taten sagen, ne? Weil Worte sind geduldig, ne? Das hat ihn sehr verletzt und hätte ich sicherlich auch nicht so sagen sollen. Verstehe ich, also wenn das wirklich so gesagt worden ist, verstehe ich nicht. Warum ihn das jetzt verletzt, weil das ist ja einfach eine Meinung, die du hast. Ja, also er scheint da, ist er schnell verletzt und fährt schnell hoch und wird dann vielleicht beleidigend. Wie gesagt, muss man jetzt auch gar nicht, du kannst ihn ja eh nicht retten oder was auch immer. Ich würde einfach nur gucken, kann ich damit leben, kann ich da nicht mitleben? Kann man das mit ein paar Gesprächen irgendwie in die richtige Richtung drücken? Also das sollte man natürlich schon mal probieren. Scheint beides nicht der Fall zu sein, dann wird es schwierig, ne? Seine Reaktion, natürlich halt mich direkt entschuldigt. Auch da müsste mal gucken, bist du mal diejenige, die sich entschuldigt und er nie. Ist ja oft so in Plus-Minus-Beziehungen. Aber hört sich jetzt erstmal alles ein bisschen toxic an. Vielleicht nicht so doll wie die Beziehung vorher. Das ist ja dann oft so. Aber naja.
Gut, seine Reaktion war dann aber, dass er aufgesprungen ist, all seine Sachen, die er bei mir hatte, packte mit den Worten, das wiederhole ich jetzt mal nicht, wirklich extreme Schimpfworte. Ja, sorry, ich würde sofort meinen Koffer packen. Ich hätte da, würde das nicht eine fucking Sekunde, würde ich mir das anhören. Aber da muss man erstmal hinkommen, das ist der Weg, ne? Ja. Meine Wohnung später am Abend verließ und nach Hause fuhr. Als er zu Hause ankam, schrieb er mir eine Nachricht, dass er glaube, dass unsere Liebe diesen Streit überwinden könne. Ja, mach ja sein, aber willst du mit einem Mann zusammen sein, der sich so wenig im Griff hat? So, wie gesagt, ist jetzt alles so, was ich aus dieser Mail jetzt hier sehe, ist natürlich auch mal ein bisschen beschränkt. Aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, meine, klar, ich habe früher auch viel Mist gemacht, aber da hätte ich heutzutage stahlharte Standards. Also, wenn man mich so beleidigt, nee, hätte ich gar Lust zu. Wie gesagt, man muss da jetzt kein Riesending draus machen, kann man einfach sagen, ey, ich glaube, wir sind nicht kompatibel, sorry, das ist mir einfach zu laut hier. Und fertig, da braucht man wieder Trennungskompetenz für, ne? Da drehen wir uns immer wieder so im Kreis, ne? Weil je mehr Trennungskompetenz du hast und je mehr du glaubst, dass einfach immer wieder ein neuer Partner nachkommt, umso lockerer wirst du mit solchen Sachen, ne? Ich war extrem irritiert und verletzt, weil ich mich nicht von jemandem beleidigen lassen will, ließ mich aber von ihm einlullen und die Beziehung ging weiter. Ja, da kannst du natürlich, musst du auch auf dich gucken. Warum machst du das? Das ist natürlich typisches Pluspol-Verhalten. Also guck da nochmal rein. Also vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du es hast, aber Modul 1, Standards und Dealbreaker, sind die absoluten Basics. Das müsst ihr drauf haben, ne? Sonst verwickelt man sich da immer wieder. Und hat er sich denn entschuldigt? Wie du auch, wäre auch mal eine Frage, ne? Oder hat einfach nur gesagt, unsere Beziehung wird das überwinden. Ja, hat er auch gesagt, hey, sorry, es war total scheiße, dass ich mich so respektlos verhalten habe. Hat er das wirklich wörtlich so gesagt? Das wäre wirklich wichtig, ne? Und da muss natürlich auch, müssen Taten folgen, dass es nicht mehr passt, also dass es dann weniger wird in der Zukunft, ne? Aber das ist natürlich hier diese typische Sache in diesen Beziehungen, dass dann, ja, nach ein paar Monaten kommt dann so dieser Bruch. Es gibt verschiedene Arten, wo dieser Bruch kommt. Einer ist eben auch krasse Beleidigung, so, ne? Beziehung ging weiter. Ich wollte es als einmaligen Ausrutscher abtun. Ja, das ist immer dieser eine. So, man ist auf Wolke 7 und dann kommt sozusagen der große Bruch und man will ihn nicht wahrhaben. Man denkt, das ist doch nur ein Versehen und ich habe mich vertan und vielleicht bin ich zu empfindlich und ist aber nicht so, ne? Ab dann läuft die Beziehung dann wie so ein Erdbeben-Seismograph, ne? Das ist typisch in getoxten Beziehungen. Vermehrt fiel mir wieder wegen Kleinigkeiten und Missverständnissen in Streit, die immer extrem eskalierten. Ich hatte das Gefühl, dass er mich immer falsch versteht. Ja, deswegen letztlich muss man jetzt auch nicht, bringt nicht viel, immer die Schuld zu suchen, sondern einfach sagen, es passt nicht. Ne? Er hat mir dann Dinge in den Mund gelegt, die ich gar nicht gesagt habe. Ja, Gott, das hört sich alles nicht gut an und dann auch nicht so gemeint habe, als würden wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Es war dann sehr mühselig, ihn davon zu überzeugen, dass ich erst nur falsch verstanden habe. Die Streits eskalierten so, dass er entweder ging, auflegte und so weiter, ja. Ich habe ihn dann immer angebettelt, dass wir dies doch wieder anders lösen können. Lass es, lass es, lass es, lass es. Mach dir nicht so eine Mühe. Wofür? Du bist dann nur am Investieren. Wofür? Warum? Jetzt musst du mal wieder gucken, hast du schon einen Vater, der vielleicht Prospektprobleme hatte, meinst du, musst du ihn retten oder musst du das abstellen in ihm? Das kannst du aber nicht, ne? Wenn ich persönlich auf ihn zuging, hat er dicht gemacht und war für mich nicht erreichbar. Also auch das wäre auf meiner Dealbreaker-Liste übrigens. Hat meine Nachrichten und Anrufe ignoriert. Also auch das wäre auch drauf. Mann, was steht auf deiner Liste, ey? Steht denn da drauf? Und es war nur mit sehr viel Mühe und Geduld möglich, ihm wieder ans Telefon zu kommen. Auch das, ich würde nie wieder irgendjemand hinterherlaufen. Ich würde denken, ey, brauche ich nicht, habe ich nie nötig. Kein Bock. Nie wieder. Aber gut, wie gesagt, das ist ein Prozess. Ich habe das früher auch anders gehandhabt und habe auch meine Rechnung bezahlt. Genau.
Sagt ihm, dass ich mir wünschen würde, dass er mir mitteilt, dass er gerade nicht sprechen möchte. Das ist alles für die Katz. Das ist eigentlich Selbstverständlichkeiten, sollte man eigentlich meinen. Zumindest, selbst wenn es keine sind, brauchst du es zumindest, ne? Ja. Dies verneinte er mit den Worten, dass ich ja schon merken würde, wenn er sich nicht meldet. Ja, das ist aber nicht nett. Und dass er keinen Bock auf mich hätte und ich dann zu lange zu warten habe, bis er mich wieder auf ihn zukommt, ohne dass ich mich bei ihm melden dürfe. Ja, wo? Was steht auf deiner Standards- und Dealbreaker-Liste drauf? Was steht denn da drauf? Darf mir nicht einen Arm abschneiden, mein Freund? Oder, keine Ahnung, darf mich nicht bei lebendigem Leibe verbrennen? Oder was steht da drauf? Mann! Irgendwann überwanden wir die ganze, irgendwann überwanden sie Problematik und wir hatten auch wieder tolle Monate, in denen dann die ganze Liebe wieder präsent war, die ich in den ersten Wochen gespürt habe. Ja, das ist ja in diesen Beziehungen, dass die schönen Seiten dann auch, ja, eben weil das wirklich wie so ein Drogenrausch manchmal ist, auch wieder besonders schön sind, beziehungsweise man ist ja voller von diesen ganzen Hormonen mit Adrenalin, haben wir ja alles in 537 Videos schon besprochen. Ist in diesen ganzen Hormonen mit Bindungshormonen und Angsthormonen und ja, das entsteht halt dieser Hype, ne? Aber er bringt ja nichts, weil es ja nicht gelöst ist, ne? Und meistens werden die schlechten Zeiten immer mehr und die guten immer weniger. Ich habe sicherlich auch Dinge gesagt, die ihn verletzt haben und habe diese Dinge reflektiert. Ja, jetzt kommt eine Aussage über über einen Gegenstand, der ihm gehört, aber ja, ist nicht nett, aber finde ich, hatte jetzt nicht diese Qualität, was du dir anhören musst, muss ich schon sagen. Aber gut, aber natürlich, wenn man selber auch Fehler gemacht hat, ja, man entschuldigt sich dafür. Du wirst bestimmt auch laut werden. Also man muss immer die eigene Spielfläche sauber halten, dann wird es viel leichter, weil da muss man sich nicht immer anhören, weil du machst das ja auch. Und das ist immer erste Bürgertat, ne? Eigene Spielfläche sauber halten. Ne? Und aber entschuldigt er sich auch für das, was er alles sagt? Ich glaube nicht. Ne? Gespräche mit meinen Freunden über die Details meiner Aussagen haben aber überwiegend ergeben, dass er sich wohl zu sehr anstelle und einfach zu empfindlich sei. Ja, empfindlich ist ja in Ordnung. Ne? Ist die Frage, muss man jemanden beleidigen, weil man empfindlich ist? Ne? Trotzdem habe ich dann immer das Gefühl gehabt, dass ich sowieso nichts mehr richtig machen könne und er mir für alles die Schuld gibt. Nicht gut. Und seinen Anteil nicht sieht. Ja, hört sich nicht so gut an. Ich soll mich ändern, dann wäre ja alles super, so seine Aussage. Ja, du möchtest aber auch, dass er sich ändert. Nur mal so am Rande. Und er tut's nicht, genauso wenig wie du es tust, ne? Beziehungsweise kannst es gar nicht. Also sollst das alles hinnehmen, oder? Vermehrt habe ich auf seine sehr sensible Art Rücksicht genommen und vorher überlegt, was ich sage und was ich besser lassen soll. Aber das ist nicht der Weg in eine sichere Beziehung. So, da ist er auch nicht mehr so richtig zu dir gekommen, eurer Fernbeziehung. Wäre bei dir zu langweilig. Ja, Chemie, nee. Alle Vorschläge können sich ja was mitbringen, lehnte er ab. Das hat mich sehr verletzt, weil ich es als Zurückweisung gefunden habe. Ist ja auch eine Zurückweisung. Im Ergebnis habe ich mich damit abgefunden, um in Frieden zu wahren. Ja, das ist typisches Pluspolverhalten, ne? So, ich weiß, das ist hartnäckig. Schau dir das an und geh weiter, ne? Insgesamt lässt es sich zusammenfassen, dass er mich im Streit immer wieder als schlimmes Schimpfwort 1, ganz schlimmes Schimpfwort 2, ganz schlimmes Schimpfwort 3 bezeichnete und mit den Worten ganz schlimmes Wort 4 das Gespräch verlässt und dann erstmal nicht mehr für mich erreichbar ist. Ja, habe ich ja schon alles so gesagt. Ja, dieses Problem habe ich in der Zwischenzeit mit meiner Therapeutin behandelt und reagiere nicht mehr so extrem panisch drauf, dass man mich stehen lässt. Ja, aber was soll man jetzt, okay, ich will jetzt gar nicht sagen zu der Therapie, aber musst du dir sowas anhören? Ich meine, musst du daran arbeiten, dass du ihn aushältst? Er hat mir zuletzt noch gesagt, schlimmes Wort 6, wenn mich etwas störe und er keinen Bock habe von mir, schlimmes Wort 7, ich würde, schlimmes Wort 8, ja, was soll man dazu sagen? Wenn ich etwas angesprochen habe, das mich verletzt oder gekränkt hat, es kommt eigentlich immer wieder das Gleiche. Das überspringe ich mal. Ich habe mich immer bei ihm entschuldigt. Ja, ich glaube, habe ich alles schon so gesagt. Ja. Und natürlich hast du auch mal irgendwas gemacht, aber
heißt ja nicht, dass es dir einfach überhaupt nicht gut tut, so, ne? Und scheinbar hat, was Respektlosigkeiten angeht, scheint das ja auch eher bei ihm zu liegen, wenn ich das richtig lese. Umgekehrt gab es von ihm so gut wie keine Entschuldigung. Ja, okay, dann. Es ist leider, ja, sehr toxisch, ne? So, und du hättest das verursacht, dass er sich jetzt schlechter verhält. Super, ist alles deine Schuld, klasse. Ja, das ist einfach super toxisch, ja. So, und dann gab es auch Probleme mit körperlicher Nähe. Klar, wenn da so viele Verletzungen sind, dann hat man auch keinen Bock mehr irgendwie, ne? Sollte die Mails nicht ganz so lang schreiben, es ist einfach zu lang. Ist wieder, man braucht auch gar nicht so viel häufig, weil ja, man denkt immer, man müsste alle Sachen sagen, aber eigentlich weiß man schon ziemlich schnell, wo der Hase langläuft. Ja, jetzt hast du nochmal ein paar Sachen, beschreibst jetzt hier, wo du dich entschuldigt hast. Ja, das habe ich, glaube ich, dir. Versuchst jetzt quasi ständig das zu beruhigen, aber das kannst, man kann es nicht. Das ist, glaube ich, vielleicht ein innerer Kindanteil von dir, der denkt, dass vielleicht eine laute Situation in deiner Kindheit hättest beruhigen können. Kannst du nicht. Du kannst, ihr könnt eure Minuspole, respektlosen Partner, ihr könnt sie nicht ändern. Ihr könnt sie nicht ändern. Ihr könnt sie nicht ändern. So, dann hast du dich getrennt, dann hast du, endete das Gespräch wieder mit weitere schlimme Worte. Okay. In der Zwischenzeit hat er mal mitgeteilt, dass er die Trennung nun für richtig halte. Ja, natürlich. Was soll man da weitermachen? Weil wir ja sowieso keinen Konsens finden würden. Er würde mich vermissen, aber das bringt ja nichts. Jetzt ist es so, dass ich ihn sehr vermisse. Hallo, wo sind deine Standards, ey? Sag mal ehrlich. Und alle Liebesgefühle, von denen ich glaube, sie nicht mehr für ihn zu empfinden, wiederkommen. Ja, wie gesagt, hast du Kurs 0, hast du Kurs 1, weiß ich nicht. Willst du ernsthaft in so eine Beziehung zurückgehen? Ernsthaft? Red mal mit deinen Freundinnen, sag mal, so, lass sie mal den Kopf waschen, echt. Red mal mit deiner Therapeutin darüber, das find, ich glaube nicht, dass sie das gut findet. Als hätte ich ihr was ganz Wertvolles verloren. Ja, das weist nur auf vielleicht, aber das musst du in der Therapie mal besprechen, Kindheitsthemen hin. Aber was ist denn daran jetzt wertvoll? Also natürlich ist jeder Mensch wertvoll, aber was ist denn an dieser Beziehung jetzt wertvoll? Sicherlich wertvoll, dass es dich wieder weiterbringt, aber und das, obwohl ich mich in seiner Nähe nicht mehr wohlgefühlt habe, nach dem, ja, das ist doch klar. Es fühlt sich an, als würde mich etwas austricksen. Ja, das ist die Liebessucht, ja, das kennen, glaube ich, viele hier. Das ist genau, wenn man Zigaretten aufhört mit Zigaretten und fängt dann wieder an, weil man sagt, ja, Helmut Schmidt ist auch 120 geworden. Das ist die liebesüchtige innere Stimme, die dann sagt, nein, das wäre doch ganz toll. Und nochmal Drama, toxic. Hey, ich werde ihn ändern können. Endlich wird sich, was weiß ich, mein Partner ändern können. Und endlich wird so, ja. Wenn du das brauchst, nochmal eine Runde, aber dann akzeptier die Konsequenzen. Du wirst wieder übelst beschimpft werden und willst das wirklich? Und es ist auch gefährlich, weil es wird, jede Runde wird schlimmer, ey. Also. Jetzt will ich ihn wieder, weil mir noch so fehlt. Vor allem, weil er sich in den letzten Wochen ja wieder Mühe gab. Come on, echt. Wie viele Runden? Oh Mann, ey. Meine Arbeit fängt mich auf. Sehr, also gut, Kontakt zu meiner Familie habe ich seit Jahren nicht mehr. Ja, können wir uns ja jetzt auch denken, dass es vielleicht auch nicht so toll war und dass da dein Liebeschip programmiert worden ist, ne? Vermute ich mal. Aber ich bin nur eben alleine und wenn ich auf der Arbeit bin, einerseits wegen Lockdown, andererseits auch, weil meine Freunde ihr eigenes Leben haben. Ja, willst du deswegen in eine Beziehung zurückgehen, wo du beleidigt wirst am laufenden Band? Ich muss nun also 90-95% meiner Freizeit mit mir alleine verbringen. Ja, arbeite daran, dass du es richtig geil findest. Kann man lernen. Das ist Selbstliebe.
dass du die Quelle der Liebe in dir findest, dass du merkst, hey, das ist ja total cool mit mir, es macht voll Spaß, kann den ganzen Tag PlayStation spielen oder was du gerne machst. Ja, dann baust du diese eigene Neediness ab und dann kommt man auch nicht mehr so leicht in solche Beziehungen so, ne? Das ist der Weg, wie der Mandalorian immer sagt. Mandalorianer auf Disney TV. Corona-bedingt kann ich meine Hobbys auch nur sehr schwer ausleben. Ja, ich würde auch lieber den ganzen Tag Snowboard fahren gerade, kann ich dir sagen. Müssen wir alle durch, aber willst du deswegen, ich weiß, das ist besonders schwer gerade, willst du deswegen ernsthaft in so eine Beziehung zurückgehen, nur weil dich alleine unwohl fühlst? Warum habe ich diese ambivalenten Gefühle? Ja, du bist in Therapie, guckt euch deine Familie an, da findest du wahrscheinlich, und diese ambivalenten Gefühle, ja, weil das innere Kind will immer retten in diesen Beziehungen und wenn es dann gut läuft, dann kriegt das innere Kind eine Liebessucht, Rush, einen Kick. Und bis es dann wieder alles total scheiße läuft, aber diese Beziehungen machen nicht glücklich. Also irgendwann musst du mal an den Punkt kommen, wo du sagst, nee, will ich nicht mehr. Wieso will man jemanden unbedingt, der einen selbst nicht mehr will? Ja gut, das fragen sich wahrscheinlich ungefähr 20.000 von meinen Abonnenten. Ja, habe ich mich auch mal gefragt, warum? Ja, die Frage ist eigentlich unnötig, weil... Ja, es ist Liebe. Also wie gesagt, ich habe da so viele Videos drüber gemacht, guck dir die an. In meinen Kursen ist ja auch viel drin darüber. Ich erinnere nur immer wieder an das schöne Studie mit den Wildtieren, die an drei Futternäpfe haben. Einen, wo immer Futter ist, einer, wo nie Futter ist und einer, wo unvorhergesehen Futter kommt. Und die meisten Wildtiere stehen am dritten. Warum, fragt die Natur. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt intermittierende Verstärkung. Kannst du mal googeln, ist aber auch in meinen Kursen drin. Und ja, das habe ich auch, glaube ich, auch ein Video drüber gemacht. Das ist Psychologie, erstes Semester. Und kickt einem hier aber total zwischen die Beine, wie so oft, ne? Hunde werden auch so trainiert, dass sie nicht immer ein Leckerli kriegen. Zumindest die Profis machen das so. Sondern nur ab und zu ein Leckerli. Es funktioniert alles besser, ne? Aber willst du deswegen, du bist ja ein Mensch, du kannst dein Mittelgehirn oder Reptiliengehirn, was auch immer, kannst du austricksen. Also Reptiliengehirn jetzt nicht als sagt man ja so in der Psychologie, ne? Dieser innere Teil vom Gehirn. Es war jetzt kein Hinweis auf irgendwelche anderen absurden Sachen. So, wie bewertest du unsere Beziehung? Habe ich gesagt? Habe ich zu schnell aufgegeben? Nein, du hast viel zu langsam aufgegeben. Hätte ich der Sache einfach mehr Zeit geben sollen? Nein. Geplant ist nochmal ein ruhiges Gespräch. Es wird natürlich wieder ganz toll verlaufen und du kommst in die nächste toxische Runde. Mann, das weißt du doch bestimmt. Aber ich weiß, wie schwierig das ist. Also ich versuche die nur ein bisschen aufzurütteln und ich habe so einen Blödsinn auch schon mal gemacht. Und mit, weiß ich nicht, 14 Runden in einer ganz kurzen Zeit. Und, ach Gott, nee, ich bin so froh, dass es vorbei ist. Aber gut, es ist deine Entscheidung. Also ich wüsste nicht, was da Neues passieren soll. Ne? Und es ist nicht ungefährlich, kann ich nur sagen. Würde das etwas bringen, um einen erfolgreichen Neustart zu wagen? Nee, sehe ich überhaupt nicht. Will er vielleicht entgegen seiner Aussage doch zurück? Ja, natürlich. Also ich freue mich für dich, wenn er nicht zurück will. Also... Aber warum er entgegen seiner... Also willst du ihn jetzt wieder hinter ihm herlaufen oder was? Oh Mann, lass dich mal drücken und tu dir das nicht an. Echt, tu dir das nicht an, kürz ein paar Runden ab und setz dich wieder an die Kurse und geh da raus. Ich danke dir von Herzen für dein Lesen, deine Zeit, machst eine tolle Arbeit. Ich bin froh, dass ich auf dich gestoßen bin. Herzliche Grüße. So, war lang genug, wir werden es mal wiedersehen. Ciao.